Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Und in dem heutigen Video möchte ich mir mal mit euch gemeinsam angucken, was für Maps, was für Biome, was für Dekorationsmöglichkeiten und auch was für Terrain-Tools uns in JWE 2 erwarten. Alle Sachen, die wir uns jetzt gleich gemeinsam mal angucken werden, sind Sachen, die ich aus Videos, Screenshots oder von irgendwelchen News-Sachen aus dem Forum oder von den Social-Media-Kanälen von JWE 2 herausgesucht habe. Ihr müsst allerdings bedenken, dass wenn das Spiel dann am Ende des Jahres irgendwann released wird, dass da dann noch einiges Neues hinzukommt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit dem Thema Maps bzw. Karten an und was wir bereits dazu wissen. Eine ganz wichtige Information ist natürlich, dass die Karten wesentlich größer sein sollen als im ersten Teil. Dort war das ja tatsächlich vom Platz her auch immer ein bisschen sehr beengend und es war dann wirklich mega schön, als dann die Bigger Islands Mod endlich rausgekommen ist. Dann hatte man endlich mehr Platz und konnte größere und bessere Parks dann bauen. Zum Glück sollen dann in Jurassic World Evolution 2 die Maps auch viel, viel größer sein als im ersten Teil. Und das ist ja auch tatsächlich vonnöten, weil es gibt ja dieses neue Territorialsystem und dann benötigt man auch den Platz, um alle Dinosaurier zufriedenzustellen. Und natürlich auch, um dafür zu sorgen, dass sich diese Territorien nicht überschneiden und dann möglicherweise noch Territorienkämpfe entstehen und dann eventuell die Dinosaurier auch verletzt oder sogar getötet werden. Diese neuen Maps werden dann auch neue Biome mit sich bringen. Unter anderem haben wir schon das Biom Tiger gesehen. Das ist diese Karte mit den Kiefernwäldern und den verschneiten Schneegipfeln im Hintergrund. Von diesen haben wir tatsächlich auch die meisten Screenshots und man muss sagen, die sehen schon sehr groß aus, die Karten. Vor allem haben die auch so richtig schöne große Seen. Bin dann auch gespannt, ob wir später in diesen Seen dann auch unsere Wasserbecken für die Wasserreptilien dann bauen können, für den Mosasaurus zum Beispiel, weil das benötigt ja wahrscheinlich dann auch eine Menge Platz. Außerdem bringen diese neuen Biome, wie jetzt zum Beispiel die Taiga, auch neue Wetter- und Umweltkatastrophen mit sich. Es wird zum Beispiel auf dieser Karte dann auch schneien können und sogar Schneestürme können als Umweltkatastrophe auftauchen und der Boden soll dann auch schneebedeckt sein. Klingt wirklich ziemlich interessant und ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann auch großen Einfluss auf den Management-Aspekt hat, weil das natürlich dann auch die Dinosaurier betrifft, wenn dann der Boden zugeschneit ist oder vereist ist und die dann vielleicht keine Pflanzen mehr oder sowas futtern können. Im Hintergrund konntet ihr jetzt ja schon so ein bisschen die Landschaft sehen, sind halt hauptsächlich Nadelbäume, grünlich, gelblich und so ein bisschen bräunliches Gras, würde ich sagen. Bei den Pflanzen wird es ja sowieso so sein, dass man da mehr Auswahl haben wird, weil die Pflanzenfresser ja keine Futterspender mehr haben. Die fressen dann wirklich die Pflanzen, die dann im Gehege platziert sind. Das heißt, da muss man dann auch nochmal darauf Acht geben, dass man für die dementsprechenden Pflanzenfresser dann auch die richtigen Pflanzen im Gehege hat. Ein Punkt, den ich leider für Jurassic World Evolution 2 vermute, ist, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass wenn man auf der Tiger-Map spielt, dass man dann auch nur die Tiger-Pflanzen und die Tiger-Terrain-Tools zur Verfügung hat. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt einen Wüstenfelsen platzieren wollen würde auf dieser Karte, denke ich, dass das nicht möglich sein wird. Wäre natürlich ein bisschen schade, weil uns das wieder in den Möglichkeiten ein bisschen einschränkt. Allerdings hat das auch Vorteile, weil dadurch die Menüs an Objekten nicht zu sehr überladen sind, weil das kann auch schnell sehr störend sein. Und wo wir gerade schon die Wüste angesprochen haben, kommen wir gleich mal zum Biomwüste. Von diesem haben wir nämlich auch schon einiges gesehen. Man hat auch schon einen besonders guten Einblick in diese Wüstenlandschaften bekommen durch das Species Profile von dem Coelophysis. Gefällt mir optisch schon richtig gut und man sieht auch ganz gut, dass im Hintergrund das alles sehr weitläufig ist und das lässt natürlich dann nochmal darauf schließen, dass die Maps dann auch sehr groß sein müssen. Bepflanzungstechnisch hat man dann einmal diese Palmarten, hier sind das glaube ich gesehen. Die sehen sehr cool aus mit diesen orangenen Blättern. Sieht tatsächlich auch so ein bisschen so aus, als wenn man die pinseln kann, wie bei Jurassic World Evolution 1 dieses Baumtool. So sieht das ein bisschen aus. Ich hoffe übrigens, wo wir gerade beim Thema sind, darauf, dass man wirklich Pflanzen auswählen kann und pinseln kann, aber auch, dass man diese Pflanzen einzeln selber platzieren kann. Und dann haben wir noch einmal diesen Pflanzenstil. Der ist eher mit so Kakteen und vertrockneten Büschen. Und ich weiß gar nicht, wie diese ganzen Pflanzen heißen.
Die Felsen auf dem Screenshot sehen auch schon sehr cool aus. Die gefallen mir sehr gut von der Farbe und auch von der Form. Und was mir noch aufgefallen ist, ist, dass diese Pflanzen denen aus Planet Zoo sehr doll ähneln. Also da sind nur minimale Unterschiede, es ist fast das gleiche Model. Finde ich aber persönlich gar nicht schlecht, weil die Pflanzen aus Planet Zoo natürlich alle schon sehr hübsch aussehen. Und in dem neuen Wüstenbiom bekommen wir dann auch eine neue Umweltkatastrophe, nämlich Sandstürme. Da bin ich tatsächlich drauf gespannt, wie die Dinosaurier darauf reagieren. Weil normalerweise ist es ja so, dass man bei einem Sandsturm Unterschlupf suchen soll. Und ich habe bis jetzt auf den Screenshots und Videos noch keinerlei Dinosaurier-Unterschlupf gesehen. Deswegen bin ich echt gespannt, wie sich das Ganze so auf die Dinosaurier auswirken wird. Von weiteren Biomen ist leider bis jetzt noch gar nichts bekannt. Das heißt, bestätigt sind nur diese Taiga und die Wüste. Aber ich gehe davon aus, dass wir auch wieder ein ganz normales Waldbiom bekommen werden, wie aus JW1 das. Und ich könnte mir auch noch vorstellen, dass wir so einen Sumpfbiom eventuell bekommen. Dann kommen wir als nächstes zu den 3D-Tools. Das sind diese Pinsel, womit man den Boden verschönern kann. Da sind bis jetzt bekannt Gras, Sand, Felsen, Schlamm und Kies. Ich könnte mir auch hier vorstellen, dass diese dann von Karte zu Karte variieren, je nach Biom, auf dem man spielt. Das heißt natürlich wieder für uns, dass wir auf der Tiger-Karte keine Wüstenpinsel benutzen könnten. Aber vielleicht irre ich mich da auch, ist halt nur so eine Vermutung, die ich habe. Und als letztes haben wir den Punkt Dekoration. Da haben wir zunächst einmal die Gebäudeanpassung bzw. Dekoration. Dazu habe ich ein extra Video gemacht, das verlinke ich unten für euch in der Videobeschreibung. Und dann haben wir noch die platzierbaren Objekte. Es wird platzierbare Bäume geben, Dinosaurier-Skelette, Flaggen bzw. Banner, Pflanzen allgemein, sowas wie Fahne zum Beispiel, weil die braucht man ja, weil man keine Futterspender mehr für Pflanzenfresser hat, sondern diese halt direkt diese platzierten Pflanzen dann verspeisen werden. Dann haben wir mehr als 12 verschiedene Felsen, wobei man davon ausgehen kann, dass auf den verschiedenen Biomen die Felsen dann auch unterschiedlich aussehen. Außerdem wird es Tische geben, Stühle, Lichter und Topfpflanzen. Und man kann die Farben dieser Objekte dann auch noch individuell anpassen. Ich hoffe, dass dann auch einige dieser Objekte einen Einfluss darauf haben, wie die Besucherzufriedenheit ist. Wie zum Beispiel Sitzmöglichkeiten an der einen oder anderen Stelle, damit sich die Besucher auch mal ausruhen können. Und ja, das waren jetzt erstmal alle Infos zu diesem Thema, die ich finden konnte. Falls euch dieses Video gefallen hat und gut informiert hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.